ho, 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 ho. Hallo Leute, ich bin's, der Pandaman, mal wieder, diesmal mit der zweiten meiner Top 3 Filmempfehlungen für die Weihnachtsfeiertage. Heute schauen wir uns einen Film an, den vielleicht noch nicht jeder kennt, aber jeder kennen sollte. Dabei handelt es sich um ein Werk von Guillermo del Toro, den man als Regisseur von Pacific Rim oder auch The Shape of Water kennen könnte. Gerade The Shape of Water hat ja auch den ein oder anderen Oscar gewonnen, was mich für den Regisseur definitiv gefreut hat, da der bei seinen Filmproduktionen bzw. bei seinen Spielideen nicht immer das größte Glück hatte. Man kennt ihn auch unter anderem von den Hellboy-Filmen, dort war er auch Regisseur, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und heute schauen wir uns den Film Pan's Labyrinth in der Cape Light Special Collector's Edition an. So sieht das Ganze aus. Worum geht's in Pan's Labyrinth? In Pan's Labyrinth geht's nicht, wie man vermuten sollte, um Pan, sondern um die junge Ophelia. Sie lebt zu Zeiten des spanischen Bürgerkrieges und ja, ihr Vater ist gestorben, ihre Mutter lebt noch und ist schwanger von einem neuen Mann. Dieser Mann ist ein General und um sich quasi vor den Rebellen in Anführungsstrichen zu schützen, ziehen halt der General plus halt eben Ophelia und ihre Mutter in den Wald und halt noch mit ein paar Soldaten. Und schockiert von der Grausamkeit ihres Stiefvaters flüchtet sich Ophelia in eine Fantasy-Welt innerhalb dieses Waldes und findet einen Pan, das ist eine mythische Kreatur, die ihr sagt, hey, pass mal auf, du bist unsere neue Königin und damit du aber deinen rechtmäßig angestammten Platz annehmen kannst, musst du aber vorher bitte ein paar Aufgaben erledigen. Ja, und so muss sie dann eben halt diese Aufgaben erledigen und darf gleichzeitig nicht von ihrem sadistischen neuen Stiefvater halt erwischt werden, der ihr natürlich das Leben nicht gerade leicht macht. Ja, das Ganze, wie gesagt, von Guillermo del Toro gedreht und wer sich ein bisschen mit den Werken des Herrn beschäftigt hat, dürfte festgestellt haben, er steht doch auf sehr düstere Filme und dementsprechend kann man hier auch erwarten, dass das kein normales Kindermärchen ist. Hier wird schon sehr viel, ja, allein an der Kameraarbeit merkt man eigentlich schon, das ist kein normaler Kinderfilm, es ist sehr düster, alles spielt eigentlich im Dunkeln, man sieht nie so wirklich die Sonne scheinen, außer halt in der Fantasiewelt, in die Ophelia sich flüchtet, sieht man vielleicht mal die ein oder andere in hellen Farben. Aber das ist halt so der Ton, der Dunkle. Und das zieht sich auch durch den ganzen Film. Genau, und da Guillermo del Toro auch so ein bisschen bekannt ist für seine Creature-Designs, hat er natürlich auch hier wieder ordentlich dran mitgewerkelt. Und er hat sich auch einen ganz bestimmten Mann für halt eben die Kreaturen rausgesucht, und zwar den Herrn, der auch schon Abe Sapien in den Hellboy-Film gespielt hat. Das war ja alles ein Kostüm und da drin steckte ein Typ. Und der ist auch hier wieder mitverantwortlich für die Kreaturen. Also wie die halt sich bewegen und wie die reden. Und er hat dann unter anderem halt auch den Pan gespielt oder auch den Pale Man. Das ist eine Kreatur, die ihre Augen in den Händen hat. Da sieht man die Hände. Und ja, Ophelia kriegt es dann halt mit manchen doch sehr düsteren Kreaturen zu tun. Und muss diese Attacken bzw. diese Prüfungen dann, in denen sie diese Kreaturen findet, auch überleben. So sieht dann übrigens der Pale Man aus. Na, gruseliges Vieh. Und ja, wie schon gesagt, Kameraarbeit sehr, sehr düster. Die Schauspieler machen allesamt einen sehr guten Job. Sind jetzt keine bekannten Hollywood-Schauspieler, die man vielleicht jetzt direkt irgendwo erkennen könnte. Und was mich aber auch sehr fasziniert hat an dem ganzen Film, ist nicht nur, dass er wie ein
Märchen aufgezogen ist, aber trotzdem eine gewisse Brutalität auch aufweist, durch halt diesen Stiefvater, der dann seine Gefangenen auch foltert bis zum letzten Tropfen Blut. Sondern halt auch die Musik, die sehr, sehr schön inszeniert ist. So kommt es zum Beispiel dazu, dass ich mit Matze den Film auch gesehen habe. Und der hat, ich glaube, eine Woche lang die Titelmelodie halt nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und ja, sehr schöne Musik, sehr gute Kameraarbeit, Schauspieler sind auch sehr gut. Und an den Creature Designs kann man sich halt einfach nicht satt sehen. Die sehen einfach hervorragend aus, absolut fantastisch. Und so kommen wir halt dann im Endeffekt auch zu einer Wertung. Das Ganze kriegt von mir in der typischen Letterboxd-Bewertung eine 3, ja, machen wir 4. 4 von 5 Sterne. Und warum ich diesen Film empfehle, ganz klar, es ist ein Märchen auf eine etwas andere Art, bei der nicht nur die Kinder auf ihre Kosten kommen, sondern auch die Erwachsenen. Falls euch das gefallen hat, lasst einen Kommentar da, Daumen nach oben und ein Abo wäre auch nett. Macht's gut.